Okay. Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Joint Sim World 4, der Dennis spielt das. Wir befinden uns immer noch hier auf dem Trainingsgelände und haben hier die Aufgabe, 15 Eier zu finden. Ich musste die Aufnahme gerade leider nochmal von vorne beginnen, weil ich hier jemand reingestimmt kam. Ja, egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon das 13. Ei gefunden, das sich nämlich hier auf dem Sofa bzw. auf dem Sessel befand. Also ihr seht ja, die Türen sind im Moment offen. Ich habe da nichts mit zu tun, die sind einfach so offen. Das gibt uns natürlich die Gelegenheit, jetzt hier ordentlich zu durchsuchen. So, ihr seid also die Eisenbahner von morgen, die Triebfahrzeugführer, Lokführer und so weiter. Gebt euch bitte Mühe, lernt fleißig. Wir brauchen Nachwuchs, also gebt Gas, ich zähle auf euch. Da können wir auch mal schauen, aber da ist soweit nichts drin, außer buntes Licht. Gut, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Gehen wir hier rein. In den Umkleideraum, aber da ist anscheinend auch nichts zu finden. Dann gehen wir weiter. Gehen hier rein. Die beiden Herrschaften sich am Besprechen sind oder Pause machen, wie auch immer. Pause ist mir übrigens gleich vorbei, aber das nur am Rande. So, dann gehen wir hier mal rein. Aber hier ist anscheinend auch nichts. Ich habe im Übrigen einen Tipp bekommen, wo ich die Eier noch zu finden habe, beziehungsweise finden kann. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. So, es soll sich auf jeden Fall noch einer mitten auf der Strecke befinden, und zwar in den Tunnel. Oder einen der Tunnel, wo wir gestern durchgefahren sind, soll sich auch noch irgendwo eines befinden, was ich gestern anscheinend übersehen habe. Werden wir auf jeden Fall gleich auch noch schauen. Aber erstmal hier die Büros durchsuchen. So. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Da sind ja auch noch Büros. Aber anscheinend. Da ist die Tür offen. So, aber hier scheint auch soweit keins zu sein, sodass wir uns dann tatsächlich jetzt auf den Weg machen. Zum Tunnel. Mal jetzt sagen, hier sind wir, glaube ich, durch. Hier haben wir alles. Dann gehen wir mal in den Tunnel rein. Das heißt, wir müssen hier auf den hier irgendwo drauf. Ja, machen wir das so wie gestern, würde ich sagen. Machen wir das einfach so wie gestern. Gehen wir einfach aufs Außengelände. Spawnen uns hier irgendeinen Zug hin. Am besten ist ja auf jeden Fall. Ach, nehmen wir mal die 612, oder? Mal zur Abwechslung. Hier auch ein schöner Zug. So.
Nehmen wir einfach mal den Dex-12er. Jetzt geöffnet oder geschlossen? Ach, egal. Machen wir es gleich wieder zu. So, und jetzt schalte ein, sonst geht's nicht. Das machen wir auch mal ein. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir alle Türen. Und dann können wir gleich losfahren. Der Motor aus, wieso denn? Hey, was ist denn jetzt hier Phase? Nee, habe ich keinen Bock drauf, echt nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Dann nehmen wir die 628. Dann nehmen wir einfach die 628. Mein Gott, was ist denn heute los hier? Gibt's doch gar nicht, wieso? Ich krieg den nicht gedreht, das gibt's nicht.
Was ist denn heute los hier? Ich verstehe es nicht. Laufen halt. Ich habe echt keinen Bock auf den Scheiß. Störung, Störung. AFB, AFB, AFB. Dann mach was halt so, echt die Schnauze voll. Hauptsache, wir kommen jetzt zu dem Tunnel hin, wo das Altland sein soll. Das ist nicht euer Ernst. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn heute los? Ey, wollt ihr mich verarschen alle heute? Manchmal ist echt zu Tage. So, da bin ich mal gespannt jetzt. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier irgendwo eins übersehen haben. Das will ich gar nicht. Da ist ja eh der Tunnel. Da hätten wir das 14. Ei, da muss doch irgendwo im Tunnel eins sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Tunnel ist.
Oder einem, da kam ja, glaube ich, noch ein zweiter irgendwo. Auf jeden Fall haben wir sie dann alle. So, hier irgendwo war jetzt das 14. Ei da. Seht ihr? Hätten wir beinahe übersehen. So, eins noch. Ein einziges. So, wie gesagt, eins im Tunnel soll noch sein. Das wurde mir als Tipp gegeben. Das heißt, wir werden hier schön ordentlich durchsuchen. Da liegt's. Wir haben alle Ostereier gefunden. Juhu! Können wir wieder zurückgehen? Beziehungsweise zurückfahren zum Schulgebäude. Wunderbar. Schließen Sie einen beliebigen Satz Nebenaufgaben ab. Der Herr der Aufgaben, ja, wunderschön. Haben wir das auch erledigt? Dann kommen wir ja beruhigt zum Schulgebäude fahren. Wir haben ja jetzt alle Ostereier. Mal ruhig ein bisschen Leistung geben hier. So, dann lassen wir richtig knallen hier. Wunderschön, wunderschön.
100, 200 haben wir lange nicht drauf. Da wären wir wieder am Ausgangspunkt. Wunderschön. Türfreigabe. 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 So, können wir eigentlich beide Loks entfernen? Und dann können wir es wieder auf zum Schulgebäude machen. Dann müssen wir halt hier rum. Wunderschön, dann haben wir das auch abgeschlossen. Einmal verschluckt, Entschuldigung. Meine Güte. So, irgendwie. Was war denn jetzt rum hier? Da ist das Schulgebäude. Damit hätten wir sie alle. Alle 15 Eier haben wir gefunden. Wunderschön. Genau so, wie es sein soll. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Eiersuche mit mir gefallen. Merry Christmas ist jetzt auch nicht mehr so ganz aktuell, aber okay. Naja, wer es braucht. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Für alle die, die jetzt noch auf die Suche gehen wollen, habe ich ja hier die perfekte Anleitung gegeben in beiden Videos, wo ihr die alle findet. Und ja. Wenn ihr da also irgendwelche Fragen habt, dann schaut meine Videos, dann wisst ihr genau, wo die Eier zu finden sind. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir aber gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit, habt schöne Ostern, habt einen schönen Ostersamstag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye. Bye.